Dead Rising 3, Folge 3 und Anna ist mit ihrem schönen Bild immer noch nicht weitergekommen. Ja, wir müssen hier drei Farb- oder drei Sprühdosen besorgen. Man sieht ja unten an den Pfeilen auf der Minimap schon, wo die ungefähr sind. Oder da hinten. Ganz schön verteilt. Im Koffer will ich nicht. Aber da kannst du auf dieses Vordach und... Oh, was liegt denn da? Schon eine Frank-West-Statue! Was? Wie? Wo? Wer? Limitierte Auflage. Geil. 1 von 70. Und 2000 pp. Das Geräusch ist genau das gleiche wie im ersten Teil mit dem... Also, ich weiß nicht, ob das in dem Spiel noch kommt oder ob ich das mal erklären sollte, aber ich mach's jetzt einfach mal, wie Erzähl das mit diesem ganzen Virus eben abgelaufen ist. Also im ersten Dead Rising geht's darum, dass eben Frank West, also von dem du gerade die Statue gefunden hast, kommt in so ein Einkaufszentrum oder eigentlich will er vielmehr in die Stadt Willamette in Colorado, weil da irgendwie seit Tagen man nichts mehr hört aus der Stadt und die Armee hat das abgeriegelt. Und dann ist halt eben alles voller Zombies. Und Frank lässt sich da reinfliegen und sagt seinem Piloten, er will in 72 Stunden wieder abgeholt werden. Bis dahin recherchiert er halt jetzt die Wahnsinnsstory und er ist halt Fotojournalist. Und dann stellt sich relativ bald raus, ja, alles voller Zombies. Und Frank rennt dann da eben rum und versucht das zu ergründen. Und es stellt sich raus, dass hinter dem Anschlag ein Geschwister-Terroristenpärchen steckt, nämlich Carlito und Isabella Keys. Die aber relativ nachvollziehbare Motive haben, weil sich nämlich herausstellt, dass sie sich mit diesem Anschlag auf Willamette nur an der Regierung rächen wollten, die nämlich die Bevölkerung ihres Heimatdorfs Santa Cabeza umgebracht haben. Weil... Nein, hebt auf, ich wollte springen. Die Regierung hat versucht, ein Mittel zu finden, um Fleisch nachwachsen zu lassen auf Kühen. Es sollte mehr oder weniger Kühe erschaffen werden, die, nachdem sie geschlachtet werden, nochmal geschlachtet werden können. Also, das geht aber schief. Und die Idee von ihnen ist, sie züchten eben spezielle Wespen, die dann über die Weide fliegen, die Kühe stechen und dann geben die halt mehr Fleisch her, weil man kann sie halt, nachdem sie geschlachtet sind... Oh, Telefon. Ja, eigentlich nur da rein. Ups, kaputt. Wo ist denn hier der Eingang? Da vielleicht? Nee, vielleicht oben drauf. Wo ist denn hier? Ja, genau. So züchten eben dann diese Wespen, die dann die Kühe stechen sollen. Und so eine Wespe entkommt eben, sticht in Santa Cabeza jemanden und daraufhin schickt die Regierung halt so ein Aufräumkommando, das alle umbringt, damit es da keine Zeugen gibt. Und als Rache dafür lassen die dann eben genau die gleichen Wespen, weil Isabella in diesem Labor eben gearbeitet hat, auf Willamette, Colorado los. Und Frank West stoppt das dann so halb oder stoppt zumindest Carlito, beziehungsweise die arbeiten dann auch noch zusammen. Ja. Carlito wird dann schon... nicht rein, nur so zur Info. Ist da vorne ein Eingang? Ist halt, ich guck noch einmal. Ja, guck, hier vorne sah es halt so ein bisschen aus. Hier in den... Was ist das denn? Hall, hab ich vorhin schon gedacht, aber das sah so gefährlich aus. Nee, es geht. Okay. Ah. Da ist wieder mal... nicht mit der Pistole hauen. Ups, hab ich ja gar nichts Besseres mehr. Oh, Stufe, aber da ist er. Wir hätten da vorne übrigens den Auspuff hinmachen müssen, dann wären das die, nimm das mal auf und gehen dann etwas kaputt. Oh, da liegt eine Kettensäge! Okay. In der Mitte vom Raum ist das nur eine Vase in der Hand. Nimm doch die Kettensäge! Nein! Nimm doch die, das ist ein Föhn! Egal, so ging es halt. Jetzt kommt durchs Fenster! Weg damit. Es. Ja, und die Kettensäge. Ja, oh. Anmachen. So, aber erstmal hier noch. Okay. So, der schwer verletzte Carlito sagt dann aber Frank, dass er mehr oder weniger dafür Sorge getragen hat, dass an mehreren anderen Orten auf der Welt ebenfalls diese Erreger freigesetzt werden. Und Frank und Isabella überleben dann, glaube ich, als Einzige, oder so ziemlich als Einzige, das in Willamette, Colorado, dieses Massaker. Und dann weiß eben die Welt, dass es diese Zombies gibt und ein Konzern, namentlich eben die das Medikament Zombrex herstellen, wird halt irre reich dadurch, weil die natürlich
das einzige Heilmittel gegen diese Zombie-Plage haben. Man muss es aber regelmäßig nehmen. Und es gibt halt so Kritik daran, dass es wahrscheinlich man diesen Workshop auch so machen könnte, dass man den nicht die ganze Zeit nehmen muss, aber die wollen natürlich Geld verdienen, deswegen... Okay, so krass? Ja. Also, dass man wirklich Verdacht hat, dass die das da noch so ausnutzen? Ja, es gibt dann eben x so Rebellengruppen und die eben glauben, dass da... Oh, Rhonda wäre jetzt wieder soweit. Ja, wir wollen ja noch die Sprühfarbe einsammeln. Ich erkunde mal gerade ein bisschen die Gegend hier. So, und dann Schnitt. Dann ist Frank West, hat da eben überlebt und ist dann halt zum einen der große Journalistenheld, weil er halt das alles aufgedeckt hat als Fotojournalist. Und wird eben dann reich und berühmt. Und im zweiten Teil spielt man dann nicht Frank, sondern Chuck. Chuck Green ist Motorrad-Stuntman. Kurze Frage. Ja. Tut es mir weh, wenn ich hier runtergehe? Ja, ich glaube schon. Fall Damage und so? Ja, okay. Ich glaube schon. Jetzt haben sie die Alarmanlage ausgelöst. Chuck Green verdient sein Geld bei Terror is Reality. Das ist so eine Spielshow, weil das eben schon ein paar Jahre lang vergangen sind, in der eben Zombies so zum Spaß wie bei American Gladiators halt abgeschlachtet werden. Ja. Und echte Menschen machen da halt mit, so als Gladiatoren, und die Leute gucken sich das an und finden es halt geil. Er braucht eben Geld, weil seine Tochter bei einem Angriff, bei dem auch seine Frau umgekommen ist, gebissen worden ist. Das heißt, die braucht regelmäßig Sombrex und das ist halt arschteuer. Deswegen muss er sich halt da, weil er sonst nichts kann, außer geiler Stuntman sein, halt, oder geiler Motocross-Champion sein. Mach mal mit Y den Schlag. Das ist wahrscheinlich auch gegen die Masse besser. Und Chuck Green ist in Fortune City, also dem Austragungsort oder Aufzeichnungsort von Terror is Reality, und da bricht halt dann auch Zombie-Apokalypse aus und es wird Chuck Green in die Schuhe geschoben. Und er muss dann, bevor die Armee kommt und alles platt macht, so ungefähr, muss er seine Unschuld beweisen. Das war eben so das Element in den ersten beiden, dass du immer dieses Zeitfenster hast. Mhm. Dass immer oben die Uhr tickt. Oh, guck mal, das Auto. Welches? Rechts. Das ist ja voll geil. Ja, nehmen wir das doch mal kurz. So, und dann gibt's eben noch Dead Rising 2 Off the Record, was die Idee aufgreift, dass Fans Frank West fragen, der ja der große Zombie-Held ist, wie er denn diesen Ausbruch in Fortune City, also im zweiten Teil, was er da gemacht hätte. Und das ganze Spiel ist halt dann so ein Was-wäre-wenn-Szenario. Okay. Und dann ist es im Großen und Ganzen das gleiche Spiel, nur eben, dass man jetzt statt Chuck Green Frank West spielt, dann hat auch wieder diesen Fotomodus. Weil im ersten Teil hast du halt überwiegend PP verdient, indem du halt noch Fotos gemacht hast. Das war wie Pokémon Snap oder so. Dass du da, wenn du coole Fotos gemacht hast, gab es halt Punkte, also besonders gruselige oder besonders sexy Fotos, weil es da auch irgendwelche Damen gab, die man dann da, denen man hinterher creepen konnte. Oh, der Braindead-Rasenmäher. Okay. Aber da liegt ein Plan, da liegt ein Plan auf dem Tisch. Wow. Okay, nehmen wir mal... Katana. Das andere ist eh fast kaputt. Die ist... Geil. Boah, den kannst du aber bauen, oder? Den Mecha-Drachen, weil da lag gerade der Kopf und das Schwert und... Feuerwerkskörper. Guck mal, wir können kurz reingucken. Wo Waffenbaupläne? Was haben wir denn gerade aufgehoben? Den Mecha-Drachen. Was brauchen wir? Drachenkopf und Sonnenschirm. Liegt ja beides da. Dann sammel die doch beide mal ein. Dann werfe ich auch gleich erstmal welche ein paar Leute los. Wenn ich in Ruhe mal Sachen aufsammeln kann. So, was legen wir denn weg? Das hier, also Sonnenschirm muss ich aufheben. Und wo ist der Drache? Feuerwerkskörper. Hast du gerade da nach vorne geschmissen, da liegt er. Okay. Dann die Pistole kurz weg. Oder die Handschuhe weg, ja. Genau, das ist eigentlich die Geschichte so weit. Also Chuck Green deckt dann eben auch auf, wer da dahinter steckt. Fand ich einen ganz coolen Twist, wer dann auch da der Böse ist und so. So, jetzt musst du das aufeinander ziehen. So, erst auswählen, einmal mit A und dann nach unten noch das andere. Nee, das ist gar nicht so einfach. Mal kurz gucken. Hey! So, also auswählen und A, dann A drücken nach und nach unten. Und dann nochmal A. Und damit schießt man. Oh. Was machst du mit Y? So, schauen wir mal kurz. Wahrscheinlich. Kannst du jetzt Feuer spucken oder so? Hab ich auch überlegt.
Nee, Y. Du hä? Wartest. Wie hast du das gemacht? Das war Y. Okay. Cool. Ja, weil Chuck Green eben nicht mehr die Fotokamera hatte, hatte der dann die Kombo-Waffen. Die haben sie im zweiten Teil eben neu eingeführt. Irre. Nein, jetzt hat er das weggeworfen. So, nee, doch, passt. Kurz mal was essen. Geht uns wieder gut. Ja, was Wichtiges mitnehmen, schauen wir mal kurz. Salat, auf jeden Fall. Pistole, Grillrippchen. Ja, wir sind ja voll. Nimm mal was zu essen. Machete. Mit. Kann ja nicht schaden, da hab ich ja was für unterwegs. Ja. Ich würde die Pistole übrigens wegtun. Echt? Ja. Man tut sich immer schwer, finde ich halt. Ja, aber ich hätte in der Welt eher was, womit ich halt ratzfatz da durchhacke, als dann da langwierig mit Kopfschüssen hin und her zu tun. Das ist ein Hammer, oder? Geht der noch? Petit? Schauen wir mal. Nope. Nope. Probieren wir es mal. Den gelben. Nehmen wir den wieder. Dann fahren wir noch zu der letzten Sprühfarbe. War nicht so wahnsinnig halt weg. Oh, da ist jemand sehr gut. Crystal. I once knew a stripper. Kurz mit der Frank-Statue steht auch was. Sammlergegenstände. Los Perfidos. Perdidos. Sind vier Arten von Sammlergegenständen verteilt. Okay. Tragisches Ende, Statuen, Baupläne und ZVK-Lautsprecher. Mit dem tragischen Ende hat der Folge nicht so geklappt. Ich weiß nicht, aber haben wir das, müssen wir da nur hin oder müssen wir da irgendwie noch was finden? Ich dachte, man vielleicht irgendwie so einen Interaktionspunkt, was man dran klicken muss. Ja, da war vorhin irgendwie, hatten wir Stress, ne? Ganz in der Nähe befindet sich eine Frank-West-Statue. Das war, dass du nicht zusammenfährst aus der Nähe. Du bist in der Garage drin. Oh, da ist ein Chopper drin. Ich glaube, dass du die nicht umhaust, weil mit dem Schwert, das ist Friendly Fire, ist halt immer an. Na, haben wir es geschafft. Oh nein. Fantastic! Schon wieder. Wollen wir noch einmal, das kostet ja nur einen Punkt, noch einmal können wir das machen, oder? Ja. Dann können wir mal weiterschauen. Dann leveln wir wie die Blöden. Das ist der Plan. Eine Batterie. Kann man damit? Da ist ein Plan. Und Frank West, meine ich. Nicht ein Plan. Frank West ist der Plan. So, immer der Reihe nach. So, Frank West. 2 von 70 haben wir schon, sind fast fertig. Was gibt's ja noch? Powerbohrer haben wir vorhin schon mal gesehen. Motoröl. Batterie. So, was habe ich denn noch? Das Inventar ist eh voll. Ich bin halt auch dafür, demnächst mal auch das Inventar aufzuleveln. Ja. Schauen wir mal da hin. Ja, dann fahren wir einfach mal zurück zur Anna, oder? Ja. Ist immer noch der Wegpunkt, ist immer noch da hinten gesetzt. Was sind das eigentlich noch für Sachen? Kannst du die Legende eigentlich ein... Ups! Nicht das. Falsch. Ach nö, ich hätte gedacht, man kann auf den Chopper... Kann man Leute umfahren? Das geht aber sicher. Auch... Liegt ganz schön sicher auf der Straße, oder? Ich fahre halt so gut. Genau, im zweiten Tag konntest du dir links und rechts an den Lenker Kettensägen hinmontieren. Und Maschinengewehre. Da kann ich, glaube ich, hier noch einiges dran basteln. Muss wieder hinten rum. Wieder das gleich aufsetzen. Man will immer A gedrückt halten, oder? Und springt die ganze Zeit. Zum Laufen? Ja. Ja, auch mit B was aufheben ist total ungewohnt. Weil B ist eigentlich immer irgendwie canceln, also abbrechen, was nicht machen. Ja. Und hier muss man mit B immer aufheben. Ja, das ist eine alte Serientradition, sich gegen alle Standards hinwegzusetzen. Du bist okay. Hör zu, an Orten, die so markiert sind, kannst du Leute bringen, okay? Ich finde es toll, dass ihr das macht. Auch wenn die Leute es euch nicht danken. Ach, müssen wir die jetzt doch abliefern? Ja, jetzt schon. Das haben wir jetzt gelernt. Vorher mussten wir die nur anquatschen und haben Punkte gekriegt. Ich hoffe, das bringt jemanden in Sicherheit. Okay, Zeit zum Abhauen, solange ich noch kann. Für dich auch. Hey, du kannst mit mir kommen, wenn du willst. Okay, aber bild dir nicht ein, dass da was läuft. Ich stehe nicht auf Kerle, klar? Na, schauen wir noch. Meinte sie damit, dass sie auf Waschlappen steht? Dann haben wir ja gute Chancen. Super Mir nach angreifen oder plündern. Das können wir auch sagen, aber wir haben Kinect ja nicht da. Hier drüben! Okay.
An diesem Ort sind jetzt Schließfächer verfügbar, erhältlich. Ich würde die übrigens nie, also zumindest war das vorhin, also die nie angreifen lassen. Es ging immer nach hinten los. Okay. Nanu? App-Update. Okay. Das liegt da so, okay. Da liegt ein Plan. Und es ist... die Stangenwaffe. Ja, erst rein. Da schauen wir, da liegen schon die Komponenten rum, oder? Wahrscheinlich ein Waffenschließfach. Wie kann man, da kann man jetzt dann Waffen reinpacken, oder was? Für später. Kann ich jetzt Sachen aus meinem... Die Sachen liegen jetzt schon drin, oder? Ich glaube schon. Und dann kann ich... Ach, schau mal. Ist das alles, was du jemals schon benutzt hast? Kann man sich da wieder 35 rausholen? 35 Sachen, ja. Das ist ja cool. Kann ich einfach alle rausnehmen? Mal was probieren? Zum Beispiel... Ja. Sehr krass. Aber dann, das war nämlich im zweiten Teil auch immer so, man hat dann irgendwann gar keinen Bock mehr gehabt, wirklich mit den Waffen rumzuexperimentieren, weil du immer die Einzelteile zusammensuchen musstest und meistens waren die Waffen dann gar nicht so geil, die dabei rauskamen. Das ist sehr praktisch. Hier ist auch voll die Unordnung. Wir ersäufen diesen ganzen Raum in Schrott. So, jetzt kann ich ja praktisch, was habe ich denn jetzt hier im Inventar? Sieht ganz gut aus, oder? Ja. Sehr gut. Und kannst du denn, probier mal das Katana mit dem Benzin zu kombinieren, ob man ein Flammenschwert bauen kann. Okay, dann lege ich mal kurz hier die Rippchen weg. Da haben wir zwar den Plan noch nicht, aber vielleicht geht's ja trotzdem. So, mit dem? Genau, und das Katana, geht das dann so mit A? Das kann ich gerade gar nicht benutzen. Kannst du das Katana benutzen und dann mit... Warum kann ich das überhaupt nicht benutzen? Geht's ohne Plan dann gar nicht? Oder? Vielleicht geht es da nicht, weiß ich nicht. Kann so hier, guck. Vielleicht muss man es auch mit was anderem kombinieren und das taucht nur auf, wenn man das Richtige schon im Inventar hat oder so. Geht auf jeden Fall nicht wer so. Wer weiß, leicht. Es, wer weiß. Guck mal, was hier noch in dem Raum ist. Oh, geil, ein Buch. Okay, was hat man davon? Waffenexperte erhöht die Haltbarkeit von Waffen. Ist einfach jetzt passiv, wenn ich das einmal gefunden habe. Also es war in Dead Rising 1 so, dass man die wirklich in die Hand nehmen musste. Es war dann ein Gegenstand, der das Inventar verstopft. Hast du das im Inventar? Nee. Nö, das habe ich auch nicht. Also, das ist jetzt einfach so ein passiver Bonus, den wir das habe ich jetzt einfach haben. Dann. Ja. Lesen bildet, ja. Das lese ich mir halt einmal durch und dann weiß ich Bescheid. Waffen nicht kaputt machen. Okay. Also, das ist ja wirklich cool. Das ist das ganze Zeug. Oh, yeah. Ladies. Da hat auch unten schon das passende Outfit zum Rohr verlegen. So, Badeanzug. Da müssen wir noch Sachen finden anscheinend. 1 von 3. Da müssen wir genug Einzelteile finden immer für die verschiedenen Outfits. 2 von 4 haben wir schon. Und dann gibt es hier, glaube ich, eine ganze Menge Zeug. S&M-Outfit. Sehr gut. Sanitäter, Spec Ops, College. Okay, da gibt es noch einiges. Ja, cool. Aber ziehen wir uns erstmal wieder an. Die Dame kennt uns ja noch nicht. Sie hat auch schon zu verstehen gegeben, dass er an uns eigentlich gar kein Interesse hat. Ich dachte, du hättest das jetzt zum Anlass genommen, sie vom Gegenteil zu überzeugen, dass da durchaus was zu gucken gibt. Oh, und Geld im... Ah, nee, speichern. Das ist aber nicht. Ich dachte, Geld im Klo, wie zu Hause. Shit and Gold. Ja, cool. Also man merkt schon jetzt relativ schnell, dass da noch eine Menge noch in dem Spiel drinsteckt. Jetzt mit den ganzen... Mit den Plänen, mit diesen ganzen verschiedenen Waffen, mit den Outfits, mit den Büchern, mit den Sammelgegenständen. Den können wir noch verteilen. Inventar braucht, kostet aber 2, oder? Ganz schön krass. Aber Leben Inventar, können wir auch kaufen. Ja, Nahkampf... Oder Nahkampf besser machen. Mal ein paar neue Special Move. Mach mal das. Gekauft. Was haben wir denn jetzt? Also ganz kurz hier rum, was hier noch so ist. Genau, Fähigkeiten. Kinnhaken geht jetzt. Kinnhaken ist neu. 3x X. Und der Kreiskick. Y, 2x Y. Oh yeah. Was haben wir sonst noch? Den Body Slam hast du ja vorhin schon erzählt. Ja. Das braucht man bei Aufforderung, also muss irgendwie eingeblendet werden. Du musst den da, glaube ich... ist das, wenn man springt. Der Body Slam geht immer, wenn du einen Angriff ausweichst. Okay. So zum Kontern. Das ist halt schon dank dieser Wrestling.